Irgendwie ist das Kabel meiner Maus voll komisch verdreht und bleibt deswegen immer im Mauspad hängen und das stört irgendwie. Weil es auch nicht besonders viel ist und oh je. Ich glaube, die Abkürzung ist auch nicht so geil. Na, tatsächlich entlang. Was holst du rum? Einen brennenden Pfeil wollen sie also. Wir haben ja so große Angst, deswegen würden wir niemals auf die dumme Idee kommen, einen brennenden Pfeil auf euch zu schießen. Seid ihr? Ich sehe euch nicht. Ich werde diesen Zug aussetzen. Und warten. Ich werde auf euch warten. Da ihr eh schon in das Feuer rennt und es euch nicht allzu gut gehen kann, kommt ihr trotzdem einfach durch. Dürft einen Trank. Du bist eigentlich tot zu sein, Junge. Du stehst im Feuer und rauchst den Qualm ein. Ja, du atmest den Rauch ein. Ende. Mal, da ist noch einer. Warum habe ich gerade zweimal XP bekommen? Naja, wahrscheinlich nur, weil es besser aussieht. Gott, ist der zäh. Man frisst den auch noch. So, mein Freund. Dein Kamerad hat schon gesagt, wie schön meine Klinge war. Willst du auch mal sehen? Hier. Also ich habe gar nicht zweimal XP bekommen. Es hat sich einfach nur überlappt. Okay, dann ist das ja nicht so besonders. Das bringt ein bisschen Geld. Und wir haben wieder ein, zwei Level-Ups. Was gebe ich dir denn? Konstitution erhöht die Lebenskraft. Und wie viel Punkte ich insgesamt besitzen kann. Ist eigentlich mal eine gute Idee oder eine Gewandtheit. Ist eigentlich nicht so wichtig. Intelligenz ist doch schon eigentlich auch sehr gut. Ach, macht es mir noch nicht immer so schwer. Komm, weißt du was? Glaskanonen, FTW. Fertigkeiten, da wolltest du ja. Guck ich einfach in dein Inventar. Was hast du denn da eigentlich? Ja, das wolltest du haben. Also weiter. Pyrokinetik. Schon auf der 4, ist ja geil. Und du? Was hast du? Du hast nicht mal ein Fähigkeitenbuch. Geh bei dir mal auf Konstitution. Ist eigentlich stark genug. Was für eine Waffe benutzt du gerade? Eine Armbrust. Das kann ich leider nicht erhöhen. Aber. Das geht auch nicht höher. Du hast auch bestimmt hier was, ne? Nein. Nein. Ja. Gut. Dann habe ich die Level auch schon abgeschlossen. Hier, du heilst dich mal damit. Und du heilst mal den Chris.
Außenseiter müssen halt unter sich bleiben. Speicher ich? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich landen werde. Pfeile und Gold und eine Lederkappe. Lass ich liegen, was will ich damit? Die ist aber ohne was drauf. Und da könnte ich was drauf machen. Chris, du sammelst mal bitte wieder eine Pfeile ein. Den brauche ich nicht. Hui. Fast geschafft. Ich fange schon richtig einen Beat an. Dom, 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 dom. Oh nee, da sind noch mehr Gegner. Wie viele werden das denn noch? Hier ist noch so unendlich viel zu entdecken. Aber das sind noch viele Gegner, ne? Nicht weglaufen, du musst doch noch den Schaden bekommen, du Idiot. Der Schaden bekommen? Ja, er hat so gut Schaden bekommen. Schritt näher. Oh, wieso treffen die eigentlich mal so blöd? Immer bleiben die irgendwo hängen. Ich sehe, wie eine Idee in mir aufkeimt. Ich sehe, wie ich seinen Tod sehe. Vor allem sehe ich Eis und Feuer. Und die Tatsache, dass sich beides auf meinem Helden nicht so gut verträgt. Ist der noch irgendwas? Nee, der kann Päuschen machen. Scheiße. Ich weiß ja, wie scheiße der ist, aber... Nee. Wie viel braucht der? 7 Punkte. Ich darf nur 2 Schritte vorgehen. Hab ich vergessen. Aber das funktioniert. Oh, gelähmt. Das ist ja fast Taktik. Zwei Gegner aber hier. Ist er gerade gestorben? Tatsache. Da ist doch noch einer. Den können wir doch direkt hier mit hier mit reinbeziehen. Was war denn eigentlich schönes? Ich könnte voll aufs Öl schießen. Das trifft aber die da nicht. Scheiße. Ach egal. Sollte näher rangehen. Was nichts machen. Cool, wenn ich die Sachen hätte, irgendwie treffen könnte. Wie viel brauchen die eigentlich? Die brauchen 6 Punkte zum Spalten. Ah, wie weit kann ich schießen? Aber ich reagiere mit. Ah, das ist nicht sehr weit. Ja, Verbrennung ist auch egal, ganz ehrlich. Ich habe einen Plan, nämlich wie wir den damit einbeziehen. Der war noch gar nicht im Kampf dabei und hat schon sein Leben dadurch verwirkt. Ja, versuchen wir jetzt zu kommen, Kollege. Kann ich einfach herzaubern? Nee, kann ich nicht. Vielleicht, wenn ich ein paar Schritte näher rangehe, kann ich ihn gleich her teleportieren.
Wie braucht das denn eigentlich? 7 Punkte, okay. Er beschleunigt sich. Das finde ich eigentlich nicht so gut. Ein ehrlicher Schritt, gerade gewaltig. Okay, das funktioniert auch nicht. Dann gehe ich auch wieder hier näher ran. Das Ding behindert mich. Nächster bitte. Zu weit entfernt auch. Ja, okay. Dann werde ich wahrscheinlich einfach weiter nichts tun. Triffst du jetzt? Damit? Damit? Was ist denn hier eigentlich im Weg? Würde ich sagen, dass die Kiste im Weg ist oder was? Ah, scheiße, gelernt. Dann nehme ich jetzt halt einfach einen, der das Feuer latschen kann. Und instant gelernt wird. Scheiße, voll verplant. Oh, er wird nicht gelernt. Ist ja fast schade. Aber er kann was gegen den hier ausrichten. Und das ist etwas, was ganz in meinem Sinne ist. Und ja, er rennt das Feuer. Ist das nicht... Er hat hochgepokert und alles verloren. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Der ist scheiße. Den will ich nicht haben. Einfach bis die Runden da zu Ende ablaufen und dann ist er hoffentlich gleich tot. Jawohl. Jetzt kann ich meine Leute schön heilen und irgendwie ist es gerade voll dunkel geworden. Sieht aber cool aus. Nur so eine gelbbringende Waffe. Was ist das hier eigentlich? Wie kann ich noch tragen? Gott, kann der noch viel tragen? Großer Heiltrank. Das ist ein Schalter. Ich möchte den Schalter schalten. Gucken, was hier umgeschaltet wird. Wahrscheinlich das Gas, ne? Es werden wieder plötzlich 10.000 verschiedene Fallen aktiviert. Ey, was für eine Scheiße läuft denn hier schon wieder ab? Nee, warte. Du alleine, weil du bist da, ne? Wo bist du? Boah, alles am Wackeln hier. Good for nothing troll. Just stands there, mopes like a mule. Remember when that redhead used to come by and cheer him up? Oh yeah. You know, I bet she was just feeling sorry for that whiny lump of toll-taking fat. Ah, wir reden über den Troll, den ich längst getötet habe. Ja, eigentlich möchte ich, dass der da hingeht, weil die hat doch das Meisterglück. Ich glaube schon da. Held, du gehst alleine. Aber langsam, wir wollen nicht, dass wir wieder aus Versehen alle Schalter aktivieren. Wieso sind das so viele Schalter? Das ist total unfair. Ah, und das alles für diesen Lahmbogen. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub es nicht. Ha. Das bringt mich nicht wirklich dahin, wo ich hin möchte. Also kann ich das doch wohl getrost ignorieren. Was ist das denn? Ach so, nur so eine Scheiße hier. Okay. Mal gucken, ob der da automatisch reinrennt. Nein. Und du? Auch nicht. Was ist denn los, Leute? Auf einmal funktioniert ihr.
So Leute, Formation einnehmen und weiter geht's. Wir haben wieder ein ekelhaftes Rätsel gelöst, um wieder ekelhafte Beute zu erbeuten. Und Chris, du bist ja der Einzige, der sich hier richtig bedienen darf. Ich hoffe, du bist wenigstens dankbar dafür, dass du mit uns kommen darfst. Das ist hier nämlich nichts Selbstverständliches. Oi. Psst. Psst, psst, psst. Makelloser. Noch ein Makelloser. Leise. Vorsicht, da liegt Eis. Ist das Eis? Sieht aus wie Eis. Also wenn der sich auf jeden Fall weigert, darüber zu gehen, dann muss es Eis sein. Okay, es sind drei Stück. Warte mal. Darf ich da eigentlich durchgehen? Ich habe doch eigentlich die... Ach, scheiß drauf. Einfach drauf, ey. Einfach drauf. Wir haben gar keine Zeit und gar keine Lust, uns darum zu kümmern, die irgendwie zu überreden, weil wir auch sowas Ähnliches wie makellos sein könnten. Scheiße. Egal, es ist schon aktiv. Na komm, es gibt doch bestimmt... Ich hab ihn doch gehabt. Da, ganz kurz. Feuer. Der erste ging, der zweite ging. Und für den dritten war es auch noch eine Frage der Zeit. Weißt du was? Hey! Weißt du, dann bin ich so freundlich und lass dich für dich selbst sterben und dann trinkst du einfach einen Trank. So. Niemand hatte die Absicht, dich jemals leben zu lassen. Schon wieder nur Pfeile. Was ist denn hier los? Sarong. Was ist denn ein Sarong? Sarong, das... Achso, ja. Das darfst du mitnehmen. Oh, das ist die Höhle. Waypoint activated. Ja, ich würde mal sagen, bis hierhin. Mines, we made it. I wonder what we'll find in here besides immaculates. Why don't you be my canary and go find out? Du kommst schön mit. So, ich denke mal, ich habe genug im Voraus aufgenommen, um auch 4 Tage mit weniger Lust und Zeit und vielleicht mit Krankheit und trotzdem genug zu haben. Wir sehen uns dann hoffentlich. Trotzdem irgendwann mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.